Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einem weiteres Unboxing. Ihr seht schon, ich bin heute mal nicht dunkel gekleidet. Ich komme auch gerade ein bisschen aus dem Urlaub. Das Paket hier hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe mir heute wieder ein kleines Lichtschwertchen bestellt. Es war günstig beim, wie heißt das nochmal? Black Friday, ja. Und ja, da habe ich zugeschlagen, wieder von der Firma Saberforge. Und ja, ich habe alle schon mal schon ein bisschen geöffnet, etc. pp. Habe aber selber schon ja noch keinen Blick reingeworfen. Wir machen das heute gemeinsam. Ich wünsche euch viel Spaß. Im Folgenden erzähle ich euch, was ich da genau ein bisschen zusammengestellt habe. Wie die Kosten etc. pp. Entstanden sind. Und ja, war das ja auch immer interessant, weil der ein oder andere sich auch vielleicht dazu entscheidet, sich so ein schönes Schwert hier zu kaufen. Ich weiß ja noch nicht, ob es schön ist. Ich habe es ja noch nicht aufgemacht. Vielleicht ist es ja kaputt, was ich jetzt nicht hoffe. Und in diesem Sinne, ja, wünsche ich euch dann viel Spaß. Und hier befinden wir uns jetzt schon, ja, bei Saberforge direkt. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt nur mal kurz, was ich hier zusammengestellt habe. Und zusammengestellt habe ich hier diese schöne Bane MK2. Einmal hier Weathered. Dann Golden Harvest Pixel habe ich genommen. Also ein ganz normales Neon-Pixel-Schwert quasi. Was genau es ist, etc. pp. Könnt ihr euch natürlich angucken. Dann Activation Switch Color, das ist dieser kleine Knopf da. Silber oder Schwarz, habe ich Schwarz natürlich genommen. Nur, dass ihr eine Vorstellung habt, was ich mir bestellt habe im Prinzip. Dann einmal hier 32 Inch statt 37 Inch. 26 Inch ist wieder ein bisschen zu klein. Und ja, jetzt machen wir hier Plate Plug Weathered. Und welchen habe ich gehabt? Den hier habe ich gehabt. Dann hier den seitlichen, da hatte ich auch den, welchen hatte ich jetzt gehabt, ist ja egal, das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber ich glaube, es war der sogar. Und, ja, Clip hatte ich, glaube ich, nicht dabei. Und das hier auch nicht. Das ist im Prinzip schon im Großen und Ganzen das fertige Schwert. Der fertige Preis steht hier oben. Ich habe es ein bisschen günstiger bekommen. Ich habe es insgesamt für 381,48 € bekommen. Darauf sind nochmal Versandkosten gekommen. Und von 37,95 € und dann Gesamtkosten von 419,34 €. Ja, waren dann jetzt die Gesamtkosten für das Schwert. Aber auf diese 20 €, muss ich sagen, kommen natürlich ein bisschen Zoll, Einfuhr, Steuer, bla 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 bla. Alles nochmal drauf und hinzu. Ich habe es mal unten in die Videobeschreibung nochmal reingepackt, was es alles jetzt gekostet hat. Insgesamt, waren dann die Einfuhrsteuern etc. pp. Nochmal auf insgesamt 134 € gekommen. Nochmal ein bisschen teurer geworden als beim letzten Versand. Das Schwert war ja eigentlich noch mal ein bisschen teurer, mein Schwert, was ich mir letztens gekauft habe. Und ja, da bin ich dann insgesamt auf Kosten von 553 € gekommen. Und ja, ich muss sagen, ich denke mal, es wird es wert sein. Wir sehen es ja im folgenden Video jetzt. Ist viel, ist wirklich viel, wenn man das, sich das mal überlegt. Aber naja, gut, ne? Da kommt man halt leider nicht drum rum. Und in diesem Sinne wünsche ich euch dann nochmal weiterhin viel Spaß. Und damit nochmals herzlichst, ich rutsche schon ein bisschen runter, willkommen zurück. Hier ist das kleine Schwert. Ich habe es mal schon aufgemacht. Zack, ganz unspektakulär erstmal eingepackt. Wie wir es kennen, keine besondere Box, kein besonderes Case etc. pp. Das ist einmal der Herr Müll. Und hier sehen wir schon die interessanten Sachen. Einmal die Klinge, das Schwert schätze ich mal und Zeug. Wir schauen uns erstmal Zeug an. Was ist hier alles drin? Das kennen wir ja, wir sind ja mittlerweile Profis. Einmal ein Kabelchen,
und leider nur so eins. Finde ich ein bisschen doof. Ne? Ihr seht, das ist le amerikanisch und le scheiße für uns. Ansonsten ist hier nichts weiter drin. Einmal Saberforge, bla 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 bla. Und ganz wichtig, was wir brauchen, den hier. Da habe ich schon 3 Stück von denen daheim. Aber trotzdem schön, dass das mitgeliefert wird. Andere Firmen setzen voraus, dass man sich sowas nochmal für das Geld nochmal neu kauft. Okay, machen wir hier ein bisschen sauber. Dann fahren wir mal fort. Dann haben wir hier als nächstes eine... Ach Gott, jetzt habe ich es vergessen, wie groß die Klinge hier ist. Nicht ganz so groß. Ne? Es gibt ja 37 Zoll und 32 Zoll gibt's. Und dann gibt es ja noch 26 Zoll, ganz kurze. Ich glaube mal, das ist hier 32 Zoll. Sieht ein bisschen klein aus, wenn ich das mal sagen darf. Aber glaube ich, sollte 32 Zoll sein. Weil meine anderen Klingen waren ja recht groß. Und ich glaube, die habe ich wieder 32 Zoll genommen. Ich mache mir das hier mal runter. Schön ist natürlich auch hier diese, ja, gekurvte Klinge hier. Ja, wir werden alles mal austesten, ob es funktioniert. Machen wir die Folie runter. Hier, das hier kennt man ja auch. Hat sich hier nichts verändert. Das ist ja hier die zweite Generation. Bei der dritten Generation ist so ein komischer Schraubverschluss. Das finde ich nicht so nice. Und bei manchen Schwertern gibt es sogar 4.0 Generationen schon. Aber die haben wieder das nicht. Ist komisch, vielleicht hat es nicht durchgesetzt von Saber Fort. Und ja, das schaut wirklich ein bisschen kurz aus. Egal. Wir gucken einfach mal. Vielleicht kommt es mir einfach nur so kurz vor. Das legen wir auch mal auf Seite. Der Herr Müll geht mal darunter. Einmal Le Schwert. Es sieht gekrümmt aus, was schon mal gut ist. Und hier ist nur noch der Herr Müll. Schade, dass die keine Stecker mehr dazu liefern. Vor allem, wenn es ins Ausland geht. Ist ein bisschen schade. Aber egal. Wäre toll. Wäre wirklich toll. Ich habe noch 400 von den Dingern da im Rumliegen gefühlt, von den normalen Steckern. Aber wäre trotzdem schön, wenn es davon wirklich einen gäbe. Weil das sind ja keine Unkosten. Aber für jedes Gerät bräuchte man schon einen. Und ja, machen wir das da mal hier auf. Da steht dran. 22. Dezember 23. Wurde es fertig gemacht. Jetzt haben wir den... Welchen haben wir heute? Oh, weiß ich gerade gar nicht. Welchen haben wir denn heute? Irgendwas im Januar. Ich glaube, der vierte ist, glaube ich. Der vierte müsste hinaus. Dann haben wir hier einmal, ich weiß nicht, ob man sehen kann oder nicht, den Cover hier. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Teil genau heißt. Das ist hier mein kleiner süßer Cover. Zweiteilig. Müssen wir selber montieren. Scheinbar ist da nichts weiter hier. Da gehört dann nur noch diese Schraube hier rein. Warum das nicht vormontiert ist, keine Ahnung. Bei den anderen Schwertern war es immer vormontiert. Hier keine Ahnung, wieso nicht. Okay. Zumindest die anderen Schwerter, die es hatten. Okay, haben wir das. Ich dachte doch, da hat irgendwas geraschelt im Karton. Jetzt machen wir mal das Teilchen hier auf. Ich habe ein bisschen Angst. Aber ich glaube... Ich grinse schon wieder. Ich höre schon auf. Es sieht supi aus, der erste Blick. Wir gehen auch noch mal ein bisschen näher ran. Ich werde es euch noch mal ein bisschen näher zeigen. Das sieht schon... aus. Schauen wir uns mal das Schwert etwas genauer an. Die ganzen Weathered-Strukturen, die sind wirklich sehr gut gelungen. Das muss ich wirklich sagen. Wirklich, wirklich. Ist ein Todwort von mir. Das Schöne ist halt wirklich, früher war eigentlich alles angeschabt. Jetzt sieht es richtig benutzt aus. Ist wesentlich besser umgesetzt als bei manch anderen Verkäufern, Vertreibern von Lichtschwertern. Aber das hier sieht wirklich gut aus. Das muss man schon sagen. Es fühlt sich auch richtig gut an.
nirgendwo scharfe Kanten oder irgend sowas ähnliches. Muss ich wirklich sagen, ich kann da hier schneller auch rüberreifen mit der Hand. Keine Verletzungen. Klar, hier und da, wo es kantig wird, ist es halt kantig, aber nicht scharf oder so ähnlich. Und ja, ein kleiner Schönheitsmanko ist trotzdem dieser Schnitt in der Mitte. Ich weiß nicht, ob ihn auf dieser Distanz überhaupt seht. Ich glaube fast nicht. Hier, na, ist nichts. Da hat man schön hier den Griff. Der verdeckt das schön, aber hier, man sieht es ein bisschen. Wenn man nah dran geht, sieht man es. Weiter weg sieht man es nicht so. Und ja. Wenn man drüber tatzt mit den Händen, merkt man es auch, dass da so ein Milliversatz ist. Die Seite ist beispielsweise ein kleines bisschen höher als die Seite. Die anderen Schwerter sind ja alle komplett gedrillt. Aber da das hier diesen Curve drin hat, ist das scheinbar nicht möglich. Da haben sie dann zwei Platten gemacht. Ist ein bisschen schade, ein kleiner Schönheitsmanko hier trotzdem. Ansonsten, das Schwert sieht schon mal wirklich top aus. Und ich glaube, das war kein Fehlkauf. Kann ich, glaube ich, jetzt schon mal sagen. Wenn es funktioniert. Dann, ihr seht ja natürlich diese spezielle Form von diesem Lichtschwert. Das erste Schwert, was einem einfällt, ist natürlich Count Dukus Lichtschwert. Das habe ich unten irgendwo rumpalavern. Und das heißt natürlich, das Schwert kann man auf nicht so viele Arten rumswingen wie die anderen Schwerter. Einmal A, es ist natürlich so gebaut, dass man es auch so hält. Und so, es fühlt sich geil an. Und ich habe recht große Hände, fühlt sich top an. Man kann es natürlich auch ein bisschen weiter unten packen, je nachdem, wie man es beliebt. Sogar sehr weit oben, was ich toll finde. Und es fühlt sich immer noch top an. Es ruckelt nicht, es zuckelt nicht. Das ist top, ist fest. Mit zwei Händen geht auch sogar. Würde ich aber eher nicht so ganz empfehlen. Eher einhändig und zack, zack, zack. Und das Schöne ist, da das Schwert ja schon von vornherein nach vorne gekrümmt ist, kann man, je nachdem wie man es hält, den Krümmungsradius ein bisschen, ja, wie will ich sagen, erleichtern oder erhöhen, besser gesagt. Ihr seht es ja hier. Je nachdem, wie weit hinten ich halte, desto mehr ist es nach vorne gekrümmt. Natürlich, so ist eigentlich fast normales Lichtschwert. So halte ich ohne Krümmung quasi und kann dann vielleicht auch andere Sachen machen. Lichtschwert, Stunts würde ich mit gekurvter Klinge nicht machen. Ansonsten so, damit ihr es besser versteht, kann ich dann so etwas leichter kämpfen, anstatt dass ich so das Schwert halten muss quasi. Dann muss ich weiter hier meinen Knöchel vorbewegen. Und das schaffe ich hier mit dieser Bewegung auch schon und muss nicht so weit vor. Natürlich dementsprechend sind halt andere Griffe etwas unbequem. Dank diesen Handgriffen hier ist halt ein bisschen unbequem. Also so halten, ich weiß nicht. Macht auch wenig Sinn. Ne? Und ja, ansonsten, man könnte es vielleicht so, so macht das Gekurvte noch ein bisschen Sinn. Ist aber halt auch nicht bequem zu halten. So in der Art, so Swing. Ne? Ist aber auch nicht bequem. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns das Schwert noch mal ein bisschen genauer an. Ich mache auf jeden Fall noch mal eine Nahaufnahme vom Schwert, dass wir alles sehen, etc. ppp. Und wir müssen noch mal gucken, wo wir das hier ran montieren. Ich schätze mal, man kann einfach hier das da rausschrauben und dafür die da hier rein. Meine Vermutung. Aber irgendwie stimmt auch hier was nicht, wenn ich mal hier was sagen soll. Der da passt nicht hier rein und der da auch nicht. Den da hier. Pass auch nicht rein. Und die auch nicht. Also ist dieser Imbus nur hierfür. Ist ein bisschen. Ich schätze mal, es gehört wirklich dahin. Doof, dass das nicht trotzdem schon mal vormontiert ist, wenn man es haben will. Ist aber nicht so schlimm. Das gucke ich mir noch mal genauer in Ruhe an. Ich schätze mal, es wird so sein, dass ich die da austauschen muss.
Und ja, machen wir mal kurz einen Blick ins Innenleben. Dafür machen wir ja einfach mal auf. Das sitzt sehr stramm. Das Gewinde. Ah, jetzt weiß ich auch, warum das so stramm liegt. Der Gummi hat sich ein bisschen hochgezogen. Na, das ist jetzt das Innenleben. Außenleben kann man schon mal durchgucken. Ist schick. Wie gesagt, ich mache noch Nahaufnahmen von den Sachen. Und hier ist halt der fette Lautsprecher. Wie immer. Wie immer. Der scheint auch soweit in Ordnung zu sein. Dann machen wir mal das da wieder rein. So halten, dass sich der Gummi nicht reinraspelt. Zack. Schön fest, kein Geklapper. So soll es sein. Dann machen wir das Cover hier mal weg. Zack. Das ist ja auch einfach von Saberforge. Habe ich mir einfach ausgesucht. Ja, jetzt kann ich überall ein bisschen rumtauschen. Ich habe ja jetzt schon zwei von den Dingern. Also nicht denselben natürlich, aber halt unterschiedliche. Ich würde mal sagen, ich schalte mal kurz ein. Den Sound kannte ich noch nicht. Es leuchtet sogar. Schön. Das machen die ja seit meiner letzten Bestellung bei den Lichtschwertern, dass da auch jetzt eine LED mit drin ist. Lautstärke ist auch okay. Das letzte Lichtschwert war ein bisschen leise, meines Erachtens. Aber ich glaube, das liegt immer ganz viel auch hier ran. Wenn ich es jetzt mal runterdrehe, hört man jetzt nicht viel Unterschied, weil das schön groß gestanzt auch ist. Natürlich wird es dadurch auch ein kleines bisschen gedämpft. Kann man machen. Und ihr seht auch hier wiederum, minimalste Bewegungen reichen aus. Oh, und das ist halt... Ah, das will man, das will man. Das ist fein. Gut. Tschüss. Dann würde ich mal sagen, machen wir das Teil da mal weg. Zack, bauen wir das Schwert ran. Ob die Klinge funktioniert? Ich glaube, das müssten 32 Zoll sein. Bin ich mir sogar sicher. 32 sollten das sein. Nee, das kommt schon hin, 32. Bei 35 oder 37, was ich gesagt habe, wäre ein bisschen too much. Gucken wir mal. Machen wir an. Die Effekte kennt ihr natürlich alle. Da hat sich ja nichts geändert, im Gegensatz zur letzten Bestellung. Gucken wir einfach mal, beziehungsweise ich könnte auch ein Licht ausmachen, aber wir schauen einfach mal. Kann man ja natürlich auch benutzen. Es ist auch gut hell. Wie man es hier auch sieht. Man kann natürlich auch, wie bei jedem anderen Lichtschwert von Saberforge, ja, einige Modi umschalten etc. pp. Brauche ich euch nicht zeigen. Habe ich in meinen anderen zwei Videos schon sehr gemacht. Wir gucken mal vielleicht ein paar Farbsettings durch. Oder beziehungsweise ein paar... paar Layouts von den Sounds. Wir schalten es mal aus. Mal war es doch so. 1, 2. Da sind wir drin. Dark Harvest. Dark Harvest beispielsweise. Klingt supi. Machen wir einfach mal. Hat was. Dark Harvest. Ich glaube, die haben ein paar neue Effekte drauf. Bei Dark Harvest habe ich auch nicht drauf auf den anderen. Glaub meine Erinnerung. Supi. Das ist schon geil. Soundmenü. So, was haben wir noch? Durch einfach zu drehen. Balance kennen wir. Cyborg kennen wir.
Guardian, das müsste irgendwas Blaues oder Grünes sein. Na? Kennen wir ja alle. Noch was Tolles dabei? Sound Menu. Cryocarbon. Kennen wir? Das ist noch immer noch mein Lieblingssound, weil ups. Man muss auch arg genug draufschlagen, ne? Ist schon geil. Sound Menu. Eternal Prince. Event. Eternal Event. Fulcrum. Könnte man auch mal machen. Aber ihr kennt ja die ganzen Effekte. Die sind ja alle drauf. Sehr hell. Cool, wirklich cool. Ja. Einen machen wir noch. Sound Menu. Prodigal Son. Dark Side Relic. Frozen Winds. Frozen Winds. Auch immer ein Top-Teil. Na? Habe ich alle schon mal gezeigt. Na? Sound Menu. The Master. The Master. Blau? Lila fluoresziert. Auch cool. Und diese ganzen Effekte, die kann man natürlich auch alle einstellen hier. Das heißt, ihr könnt alles zusammen mixen, dass ihr hier jetzt so eine fluoreszierende Klinge habt, in Rot, in Gelb, in was weiß ich, was ihr wollt. Natürlich auch alle Effekte. Das finde ich schön, dass man das auch machen kann. Einen machen wir noch, weil es so schön ist. Die Sounds sind spitze. Dark Cyborg. Frozen Winds, Hammer. Ominous, was war das? Kann man machen. Kann man definitiv machen. Schick. Kann man machen. Sound Menu. Ranger's Blade. Ranger's Blade. Auch grün oder blau oder sowas. Kann man machen. Ist geil. Und ja, das hier dazu. Ich könnte jetzt den ganzen Tag so weitermachen. Gibt viele, viele Effekte. Also, wir haben jetzt hier ein paar meiner Exponate da liegen. Kommen wir aber mal zuerst zu dieser Geschichte hier. Das da kann man in der Tat einfach hier so ranmachen. Problem ist folgende Sache. Die amerikanischen Imbus haben eine Scheißgröße.
Ja, das sind irgendwie so schöne Zwischengrößen. Also der hier, da habe ich die Größe, Moment, das ist die Größe 3. Der ist zu klein. So, 4 ist aber zu groß. Also müsste das 3,5 sein wahrscheinlich. Dumme Zwischengröße. Warum macht man solche dummen Zwischengrößen? Weiß kein Mensch. Genauso bei den kleinen. Bei den Schrauben hier an der Seite. Das da unten auch ist. Ne? Die habe ich nur runterbekommen, weil die ein bisschen leichter drauf geht. Das ist jetzt nur mal zu Demonstrationszwecken. Aber selbst die... Das ist jetzt 2 und 2,5 passt irgendwie nicht rein. Passt ein bisschen rein, aber irgendwie geht die nicht tief rein. Also ist das irgendwie so ein Zwischenmaß. Keine Ahnung. Der dabei ist, der geht nur für die Schraube da oben. Ne? Der ist wieder viel zu klein. Also wenn 3 nicht geht... 2,5 auch irgendwie Millimeter zu groß ist, muss ja der Imbus zwischen 2 und 2,5 liegen. Also 2,3 würde ich jetzt mal schätzen. Dann würde das hier gehen. Das würde aber dann im Umkehrschluss heißen, dass der Dreier hier, der hier zu klein ist, und der Vierer hier, der hier zu groß ist, nicht gleich heißt, dass 3,5 da passen wird. Wahrscheinlich ist das auch wieder eine Zwischengröße 3,3 oder irgendwie sowas. Total bedeppert, sage ich dann. Ist bescheuert, ne? Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. Das kann man einfach abschrauben und hier so anmontieren. Ich werde es wieder abmontieren. Einfach wirklich wegen der, ja, wegen den Schönheitsgründen. Es sieht halt ein bisschen besser aus, wenn es unten ist, wenn wir mal ehrlich sind. Klar braucht man es, ne? Dann legt man es einfach ran und fertig, aber schön gelöst ist das jetzt nicht so ganz. Muss ich ehrlich sagen, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Teil irgendwie wieder runterbekomme. Weil ich habe es nur runterbekommen, weil die Schraube nicht so fest dran war. Ihr seht meinen Gesichtsausdruck. Ja, ist ein bisschen schade. Da hätte man hierfür doch einfach nochmal 2 Imbusse dazulegen können. Was kosten die denn in Amerika? Gar nichts. Ist ein bisschen schade. Hey, da geht ja wieder nicht. Das ist so dumm. So dumm ist das. Aber den muss man hier wieder seitlich reinmachen. Sonst hält die Gacke nicht. So, und jetzt dreht den krumm und komisch ein bisschen fest, dass er ein bisschen hält. Muss mal gucken, ob ich irgendwo daheim einen abgenüdelten hab, der da reinpasst. Der muss aber echt gescheit abgenüdelt sein, dass der da reinpasst. Das ist jetzt nicht so geil. Und ich habe viel Werkzeug da. Ja, das war jetzt Schimpfe schon mal vorweg. Ihr seht hier, ich habe hier ein paar Sachen vorbereitet. Ich bin auch etwas stuhltechnisch runtergesunken, weil mein Stuhl langsam zusammensackt. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Das Teil macht sich hier selbstständig. Wir haben hier einmal das Schwert von Count Dooku dazu gezogen, oder ich, von Hasbro. Na, man kann schon sehen, wovon dieses Schwert hier abgeleitet ist. Vor allem mit der Finne hier unten. Das ist schon ganz stark. Und ja, man sieht aber auch, man muss ehrlich sagen, das von Hasbro, das ist fett, schwer und gewaltig. Und da sind noch nicht mal Batterien drin. Dafür ist das hier wirklich geil. Also von Saber Forge sage ich euch ganz ehrlich, wenn ich da die Chance habe, ein Dooku-Schwert zu bekommen, würde ich es mir nochmal holen, weil das da von Hasbro, das ist alles, aber keine elegante Waffe. Muss man ehrlich sagen. Ja, nur das mal von den Dimensionen. Na? Designtechnisch sind beide klasse. Na? Wäre das da hier schlanker von Hasbro, dann wäre das auch top. Aber das ist dann halt doch nur Hasbro. In Anführungszeichen nur Hasbro. Die machen auch gute Produkte, aber das da ist ein Streitkolben.
Abschluss kann man schon sagen, dass das wirklich hier ein wieder mal ein Top-Schwert ist. Klar, es hat seine Schwächen. Na, hier, das Schwert, also vom Schwert selber hat seine Schwächen, aber das ist jetzt wirklich nur hier dieser, ja, dieser Strich, der hier da durchgeht. Ist auf der anderen Seite, wie gesagt, schöner gelöst worden. Hier, wenn man weit weg ist, fällt es nicht auf, aber wenn man nah dran ist, fällt es einen schon auf. Das wäre jetzt so der einzige Schwachpunkt, der das Schwert hat. Ansonsten, ja, man könnte sagen, na, da ein europäischer Stecker wäre fein gewesen. Oder hier auch, na, noch zwei Imbusse zusätzlich, wenn die Deutschen nicht passen. Na, das wären halt solche Kleinigkeiten, die da wären, na. Aber ansonsten, Top-Schwert für das Geld. Absolut klasse, ganz ehrlich. Und bei mir ist es immer auch so, wenn ich das Schwert packe, egal welches meine Replikas etc. PPPPP oder Sachen, die ich mir gekauft habe. Wenn ich es packe und ihr seht schon, ich bekomme Grinsen in im Gesicht. Da hat sich schon gelohnt. Und das habe ich bei hier, bei allen drei Schwertern. Sei es jetzt hier beim Tyrant, na, das sieht auch so geil aus. Beim Juggernaut, mein Streitkolben. Und hier beim Bane MK2, das ist halt, ist schon geil. Ist geil. Da kommt ein Grinsen, na. Und da, das Hasbro-Schwert hier für 160€ ist fein, absolut top. 160 oder 130, egal, um die 130€. 130€ habe ich damals bezahlt. Oder selbst 160€, wenn es gehandelt wurde damals, war es fein. War es okay, das Schwert. Top. Mehr will man gar nicht. Klar, es ist fett, klobig und gar keine elegante Waffe, wie es Count Dooku ausstrahlt. Aber darüber unterhalten wir uns jetzt mal ein andermal. Aber was ich da sagen will, Hasbro bietet von dem Preisspektrum 160€ eigentlich keine Schwerter mehr an. Wenn man mal ehrlich ist, die sind schon weit über den ja, Preis drüber. Klar, man kann jetzt bei den neuen Generationen die Klinge abstecken, geht hier nicht. Aber das ist kein Aufpreis von 200€ wert, sage ich euch ehrlich. Ich sage ganz ehrlich, wenn man ein Schwert von Hasbro hat und die werden auch teilweise 350€ gehandelt, so was ich mal da ein bisschen geguckt habe, dann sage ich euch ehrlich, wäre es mir persönlich nicht mehr wert. Ich sage dann ganz ehrlich, wenn man schon 350€ raushaut für so ein Hasbro-Schwert, was wirklich klobig, fett und schwer ist und wirklich keine Eleganz ausstrahlt, warum haut man jetzt nicht hier noch 150€ drauf? Da hat man das hier mit Versand, allem drum und dran und es ist bei euch. Na? Oder hier... da 150, da müssten es auch um die 200€ mehr sein. Und hier auch um die 200€ mehr. Muss aber dann jeder selber wissen. Na? Klar, jeder hat seine Budgets, aber ich sage euch ehrlich, an sowas hier kommen Hasbro-Schwerter niemals an. Niemals an. Und ich habe wirklich schon einige Schwerter. Ich könnte General Grievous, ja, der ordentliche Konkurrenz machen. Und ja, ich bin wirklich vollends, abschließend, absolut zufrieden mit dem Schwert hier. Für den Preis, den ich es ergattert habe und den Preis, den es noch angeboten wird, lohnt es sich. Ich würde aber immer sagen, na, wer ein bisschen warten kann und vielleicht zu einem Sale die Sachen lieber kauft, dann macht das. Bei manchen Schwertern kann man das nicht machen, wie beispielsweise mein Tyrant hier. Das ist aufgefloppt und direkt war es wieder ausverkauft. Da musste ich damals direkt zuschlagen. Na, aber so generell lohnt es sich zu warten, das will ich damit sagen. Und das Schwert ist wirklich geil. Solche Schwerte gibt es nicht so häufig. Und allein der Vorteil, na, ich stehe mal ein bisschen auf, dann seht ihr es seitlich. Allein der Vorteil ist halt wirklich, man kann das da eleganter halten und das da muss man schon wirklich gerade vorhalten. Und man hat hier wesentlich mehr Spielraum. Und schön auch, wenn man da ein bisschen umpacken kann. Weiter nach oben. Das ist jetzt das Maximale von der Griff. Von den eingeschnittenen Griffe. Kann man so halten wie ein normales Lichtschwert. Na? Oder weiter unten. Oder ganz unten.
man hat halt boah, mehr Spielraum, würde ich sagen. Man kann das Schwert halt leichter bewegen. Ist wirklich eine feine, feine Sache. Und ja, in diesem Sinne würde ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.